Ich heiße Klaus Kühne und bin hier aus Neunkirchen. Bin eigentlich kein gebürtiger Neunkirchener, sondern meine Frau ist aus Neunkirchen und ich habe nach meiner Heirat bin ich hierher gezogen. Also ich wohne aber schon über 40 Jahre hier in Neunkirchen. Uns gehört das Haus hier in Neunkirchen in der Hauptstraße 40. Das ehemalige Gebäude war, wo früher die Sparkasse drin war und die Poststelle. Die haben wir dann damals als marodes Haus gekauft und haben es dann umgebaut und haben jetzt da Wohnungen drin. Und die Umbaumaßnahme ist jetzt schon auch 30 Jahre her und haben damals uns für Ölheizung entschieden, für das ganze Haus. Und klar, nach 30 Jahren ist halt die Heizung alt. Da kam uns jetzt das mit der Nahwärme. Recht gelegen, dass man sage, das wäre vielleicht ein Konzept für uns, dass wir uns energiemäßig umstellen, in Zukunft die Nahwärmekonzept von der Gemeinde nutze und dann unser ganzes Haus dementsprechend umstelle. Klar, viele Leute sagen dann, warum jetzt umstelle, aber ich denke, das mit dem CO2-Wert, das betrifft uns alle, wo dann die Wärme herkommt. Das ist dann egal, wo man, ich sage jetzt mal, in 20 Jahren, ob man da noch mit Holz heizen können, so wie es jetzt die Gemeinde vorgeschlagen hat, weiß man auch nicht, was es dann gibt. Aber ich denke, man muss ja ein bisschen mit der Zeit gehen. Und wir haben gesagt, wir probieren das mal auf jeden Fall und sind also schon von dem ganzen Konzept da überzeugt. Was noch auch noch eine große Rolle spielt, dass unsere Heizung klar 30 Jahre alt ist. Und dann wir in Zukunft, da wir jetzt nur Öl haben, auch aus erneuerbarer Energie umsteigen müssen. Man muss ja dann so und so viel Prozent aus erneuerbarer Energie mitheizen. Und dann haben wir gesagt, dann kommt uns das relativ entgegen. Und haben wir gesagt, das wäre was für uns. Großes Haus, ja, dann brauchen wir das nicht mehr mit dem Heizöltanken. Das ist auch immer so eine Sache, weil da hat man nie den richtigen Zeitpunkt, wann man Öl kaufen will. Das ist auch immer so ein Aspekt, wenn man dann sagt, ja Gott, kaufe es jetzt im Sommer, kaufe es im Winter, kaufe es im Frühjahr. Die Heizölpreise, die schwanken ja in alle Richtungen. Heizöl ist ja auch nicht unendlich da. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das zusammen. Also man muss ja für die folgende Generation noch ein bisschen mitdenken. Das war eigentlich so die große Sache. Und ich hoffe ja doch, dass sich noch mehr Leute bereit erklären, um das zu machen. Weil ja, ich finde es eigentlich ein guter Gedanke.